Da wären wir, meine lieben Freunde, bei einer neuen Folge von Trackmania Terror. 31 bis 40 werden wir heute Let's Playen. Wenn ich es schaffe, ich will immer so die Let's Plays von Trackmania Turbo ein bisschen knapp halten, weil ich glaube, das wird langweilig, wenn man sich da 20 Rennen hintereinander anguckt. Deswegen versuche ich das immer flotti, die 10 Rennen durchzuspielen. Das Rennen ist auf jeden Fall relativ kurz, wie es scheint. 26 Sekunden. Da haben wir schon mal den Goldmedaille abgehängt. Wow, das gefällt mir schon mal ein bisschen besser. Als was wir hier vorhin gefahren sind. In der letzten Folge. Wow. Okay, das sieht sehr gut aus. Und das sieht nicht mehr so gut aus. Komm schon, da vorne. Nein, wieso hat er mich überholt? Unfassbar. Wie ging das denn? What the fuck? Gab's da irgendwo einen Beschleunigungsstreifen oder sowas? Ich habe nichts gesehen, ey. Der hat mich einfach überholt. Kann ja nicht sein, dass es daran lag, dass ich da mal kurz an der Wand war. Ich weiß es nicht. 25 Sekunden heute in dieser Strecke zu toppen. So, Goldmedaille ist direkt neben mir. Eigentlich müssen wir die Strecke natürlich logischerweise erstmal ein paar Mal fahren. Weil wir können natürlich gar nicht abschätzen, wie schnell man durch jede bestimmte Kurven fahren kann. Ah, die Goldmedaille ist schon verdammt flott unterwegs. Ihr seht, ich habe einen kleinen Fehler gemacht und schon ist die Goldmedaille weg. Da vorne ist nämlich schon das Ziel. Ah, schade. Schade. Aber wenn das so kurze Strecken sind immer, dann sind wir schnell durch heute. So, nächste Strecke. Ich meine, mit mehreren Multiplayer wird das natürlich viel mehr Bock machen. Also wenn man jetzt so auf Gegner steht und nicht so auf Zeitfahren. Zeitfahren ist ja mehr so, ja, wir fahren ein bisschen Rallye. Da gibt es natürlich immer viel Zeitfahrerei. Engine off. So, Engine on. Scheiße, dass ich nicht nach hinten gucken kann. Das kotzt mich manchmal richtig an, ey. Dieses Engine off, Engine on. Kommen wir natürlich auch nicht drum rum, wenn wir über diese blöden... Da ist schon das Ziel. Ah, das war ja locker. Das war ja nicht schwer, wirklich. Ey, Leute, das war ja wirklich easy. Nee. Das war wirklich einfach. Das, Da hätten wir vielleicht sogar noch grün schaffen können. Haben wir ja in der letzten Folge gemacht. Was auch immer dieses Grün bedeutet. So, 28 gibt es hier zu schlagen. So, ist ein bisschen Steilkurvenmäßig. Haben wir uns erstmal schön abgesetzt. Ah, dieses Dreck. Nein. Nein. Komm, wir machen nochmal. Da die Strecken so kurz sind, können wir uns mal einen Neustart gönnen. Das war ja... Das ist so mies, wenn die Dinger immer so an der Seite, in der Mitte sind. Das ist richtig fucking behindert, ey. Wow. Wow. Okay, die Goldmedaille ist futsch. Ich fahr trotzdem mal ins Ziel. Ah, dieses... diese Erde, ne? Das ist so Offroad. Das gefällt mir gar nicht, ey. Das ist richtig scheiße. Aber wir sind noch ziemlich gut rangekommen an die Goldmedaille, finde ich. Also... Silber haben wir trotzdem uns noch geschnappt, obwohl ich ja am Anfang ziemlich verkackt habe, aber da haben wir echt gut aufgeholt. Da ist also noch Potenzial nach oben drin. Falls wir irgendwann mal nochmal alle Goldmedaillen irgendwann mal in Anspruch und in Angriff nehmen wollen. So, die ist ein bisschen länger, die Strecke. Eine Minute. Vollgas. Eine Minute Konzentration ab jetzt. Da habe ich den schon mal gut abgehängt, indem ich ein bisschen abgekürzt habe. Wow, was ist das denn, ey? Meine Fresse. Man weiß auch nicht, wo man bremsen muss, ne? Das ist so auf gut Glück. So, darf ich da Vollgas geben? Darf ich da nicht Vollgas geben? Das ist nicht so easy, ey. Wow, da wäre ich fast mit dem Heck hängen geblieben, ey. Das war gerade mal die Hälfte der Strecke, ey. Ach, wir haben drei Runden hier. Jetzt merke ich es erst. Ah, okay. Wäre ganz cool, wenn ich das mal Gold fahre. Aber der Computer ist, glaube ich, direkt hinter uns. Das ist ja die Goldmedaille. Ja, die Strecke ist eigentlich schon easy. Nein, das war ein Fehler von mir. Den habt ihr vielleicht nicht so direkt wahrgenommen, aber ich habe gebremst. Das hätte nicht sein müssen. Aber trotzdem haben wir die Goldmedaille geschafft. Unter knapp eine Minute drüber. 1-1 war, glaube ich, Gold. So, 36 fahren wir jetzt. Ja, manche Strecken fährt man auf Anhieb Gold, wenn es nicht irgendwo drumherum gesprungen wird.
Und mit den Sprüngen ist das immer dann so eine Sache. Dann denkt man, ah, da kann viel schief gehen. So, oh, wie kann der Computer vor uns sein? Wie geht das? Wie geht das? Wie geht das? Haben wir aber Strecken mal überholt. Ah, ich glaube, je länger man das Spiel spielt, desto mehr kommt man noch rein ins Spiel. Hier noch eine Kurve. Wow, 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 wow. Da ist das Ziel. Da ist das Ziel, Mann. Nein. Nein, nein, nein. Unfassbar. Oh, nee. Ich habe mir noch den... ich habe mir noch den Schneid abkaufen lassen. Unglaublich. Das war ja richtig ärgerlich. Nur weil ich ein bisschen zu weit rausgekommen bin. Schade. Bitter. So, nächste Strecke ist wieder unter 30 Sekunden. Das sind richtig flotte, kurze Runden heute. So, bleiben wir erstmal in der Mitte. Was aber meistens immer schlecht ist, weil da immer irgendwas rumsteht. Bremsen ist immer... Ah, fuck. Was war das denn, ey? Ich war schon voll überrascht, ey. Ja, das sind immer schon das normale Trackmania. Diese Kurvenkombinationen. Shit. Ah, da ist das Ziel, ey. Ah, das ist natürlich bitter, bitter, richtig bitter. Letzten zwei, drei Kurven. Ah, schade. Schade, schade. Nächste Strecke. Ah, das ist wirklich schade, wenn man da so kurz vor Schluss und dann noch so durch so einen Flüchtigkeitsfehler. Ey, das ist ja mal mega kurz. Wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann fahren wir auf jeden Fall nochmal die Strecke. Die ist ja sehr kurz. Nicht mal 20 Sekunden. Ich glaube, das beinhaltet wahrscheinlich nur einen Looping. Wie es scheint. Wie der Computer trotzdem vor mir sein kann, wundert mich allerdings schon ein bisschen. Oh, jetzt hat er mehr Schwung, der Wichser. Der Wichser, der Wichser. Wow. Okay. Ja, Silbermedaille. Komm, wir fahren die nochmal. Ausnahmsweise mal. Ausnahmsweise. 0,35 Sekunden waren wir hinten. Bitter. Bitter, bitter, bitter. Wo wir eigentlich ganz gut dabei waren, ne? Hier haben wir den abgehängt gerade. Wow, wow, wow. Das hat sehr viel Zeit gekostet. Also das kann ich jetzt voll vergessen. Das hat zu viel Zeit gekostet. Schade. Komm, nochmal. Ich kann eigentlich direkt immer Neustart machen, wenn ich auf B drücke auf den Controller. Aber ich verpeile das manchmal. Da sieht man ja schon kommen, ob man es schafft oder nicht, ne? Also die eine Kurve muss ich besser kriegen. Dann haben wir gute Chancen hier. Als Sieger vom Platz zu gehen. Die Kurve war das. Und die habe ich jetzt optimal bekommen. Und das wird auf jeden Fall eine Goldmedaille. Wenn ich jetzt nirgendwo hängen bleibe, jawohl. Aber kein Grün. Nur. Auch gut. Können wir mit leben. Nächste Strecke bitte. Das ist alles die 39. Strecke schon. Schade eigentlich, dass sie keine Gegner gemacht haben. Gegner haben wir in dem Sinne nur Gegner, die in Geistform existieren. Und Zeitgegner. Aber so ein paar Leute auf der Strecke wäre bestimmt ganz lustig. Aber das wäre auch, glaube ich, ey, manchmal zu heavy. Wow. Wow, wow, wow. Wow, wo beschleunigt der? Wie krank ist das denn bitte? Scheiße. Der Computer, ich rieche ihn schon hinter mir. Der ist bei mir im Nacken, ey. Verdammt, wie viel Sekunden? Da ist das Ziel. Ja, Mann! Ja, Mann! Nächste Goldmedaille, jawohl. So gefällt mir das. Können wir direkt die nächste Strecke in Anspruch nehmen. Und ich glaube, das ist die letzte Strecke für heute. Wir sind, glaube ich, bei 40 sind wir schon angekommen. Und dann auch noch so eine 1,22er Zeit. Oh, da haben wir eventuell was zu knabbern an der Zeit. Ich hoffe, ich komme ganz gut durch. Obwohl, das sind drei Runden. Deswegen gucken wir mal gleich. Bin gespannt. Das ist schon mal... den Schneid abgekauft, der Computer. Wenn wir erstmal ein, zwei Runden gefahren sind, dann können wir eventuell ein bisschen rankommen. Wow. Der Trackmania ist einfach so fucking schnell, ne? Wow, verdammt, da bin ich ein bisschen abgekommen. Da ist das Start und Ziel. Ja, wenn man immer irgendwie hängen bleibt irgendwo, da ist schon vorbei. Guck mal, der Computer redet weiter. Oh, jetzt habe ich noch den Spoiler verloren, oder was? Nee, 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 das wird nichts mehr. Ich versuche wenigstens noch die Silbermedaille ins Ziel zu fahren. Aber das ist so crazy, ey. Wie der abgeht, ne, der Computer. Keine Chance heute in der Strecke.
Nee, bei der Strecke, da muss ich erstmal, wahrscheinlich erstmal einige Runden fahren. Boah, der hat uns sowas von abgehängt heute. Wahnsinn. 6 Sekunden sind wir schon hinter dem. Boah, der fährt wie auf Schienen hier durch. Ohne Scheiß, guck mal, der ist schon auf dem Rückweg. Wahnsinn. Wow, boah, ich wollte mal abkürzen, ey. Beziehungsweise mal die Kurve sehr scharf nehmen, aber das war wohl nix. Scheiße, ich hoffe nicht mal wahrscheinlich die Silbermedaille. Bronze sogar nur. Oh, das war schwach. Sehr schwach. So, zurück zur Streckenauswahl. Und damit war's das heute mit der Folge. Die nächsten 10 Rennen haben wir hinter uns gebracht. 92 Medaillen haben wir gesammelt. Morgen geht's dann weiter mit Green Series Easy to Pick Up. Passt ja zu Pick Your Pick. Das passt sehr gut. Dann sehen wir uns morgen wieder. Zu Risiken und Nebenwirkungen auf diesem Kanal lesen Sie die Videobeschreibung und fragen Sie Your Pick oder Cortana.